Weihnachtslicht. Bald ist er vorbei, dieser November. Er ist eine einzige Herausforderung an mich. Diesen Monat des zunehmenden Dunkels muss ich durchkämpfen, erdulden, über mich ergehen lassen. Also ich mag diesen Monat November nicht. Aber ich verdanke ihm viel. Ich brauche den November, der seinen dunklen Mantel über mich legt. Er macht mich bereit für das allmählich zunehmende Adventslicht, das Hoffnung in mir wachsen lässt. Ich brauche den Advent, um mir neu schenken zu lassen, was Gott für mich bereitet. Ja, ich brauche diese vorweihnachtliche Zeit, um mich von Neuem anrühren zu lassen von dem Geheimnis, das Gott mir geben möchte. Ich brauche diese Wochen, um mich wieder neu in einer empfänglichen Haltung einzuüben. Eine Haltung, die ich das Jahr lang vielleicht versäumt habe und nicht mehr richtig ausübe. Denn nur so kann ich erleben, dass ich Mensch Weihnachten nicht machen, sondern nur geschehen lassen kann. Ja, ich brauche den November, um Weihnachten zu verstehen. Unsere Befreiung durch Gott. Denn auf Schmerz folgt Befreiung. Auf Angst folgt Rettung und auf Dunkelheit folgt Licht. Und dieses Licht kommt von Gott, der da sprach und sprechen wird, es werde Licht. Liebe Gemeinde, singen wir gemeinsam unter der Maske das Lied. Wir sagen euch an, den lieben Advent, Nummer 17 in unserem Gesangbuch, den Vers 1, und zünden wir dabei die erste Kerze an unserem gestifteten Adventsgeschenk an. Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Im Gesangbuch die Nummer 711.1. Und wenn wir diesen Psalm 24.1 im Wechsel gebetet haben, singen wir vom Lied Nummer 1 den Vers 1. Und wenn wir den ersten Vers vom Lied Nummer 1, Vers 1 gesungen haben, beten wir im Wechsel vom Psalm 24, Römisch 2, im Gesangbuch die Nummer 711.2. Und danach singen wir vom Lied Nummer 1 den Vers 2. Also nochmal kurz vorm. Zunächst 711, Psalm 711.1, dann Lied Nummer 1, Vers 1, dann 711.2, dann Lied Nummer 1, Vers 2. Und dieser Psalm 24.1, der ist überschrieben mit: Die Erde ist des Herrn. Und er lautet: Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Der Erdkreis ist mit den Meeren begründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg stehen gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der Herr unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug, und nicht falscher Eide schwört. Der würde das Leben von meinem Vater und Gerechtigkeit von der Grundzeit des Heiligen. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Thank you.
Und ich freue mich, dass du mich, Mensch, besuchst. Du kommst, um mir Freude zu schenken. Und du willst es auch hell machen in meinem Leben. Und so treffe ich viele Vorbereitungen, um dich zu finden. Aber schenke mir auch Zeit für Ruhe und Besinnung. Hilf mir, dass ich bei alledem dich nicht verfehle, wenn ich dich suche. Denn du, Herr, du kommst als Gerechter und als Helfer. Und darum hilf uns durch deine Gerechtigkeit, dass wir vor dir bestehen können und erfüllt von deiner Barmherzigkeit dich jederzeit loben und preisen. Amen. Zwei Fragen, die wir klären müssen. Nämlich einmal, wer bin ich? Das ist schnell beantwortet. Mein Name ist Birger Streppel und ich bin hier bei uns in der Gemeinde in Östringen Kirchenältester. Die zweite Frage, wieso steht er da vorne und predigt heute? Das Ganze ist ein bisschen gewachsen. Das heißt, meine Frau und ich besuchen regelmäßig Freunde von uns und gehen dann auch an den Sonntagen mit ihnen in deren Gemeinde. Und diese Gemeinde hat so ein bisschen so eine Tradition, dass sie hin und wieder sich ein Thema vornehmen und daraus so eine Art Predigtreihe machen. Das heißt, an hintereinander folgenden Sonntagen wird über dieses Thema gesprochen und gepredigt. Und ein Thema ist mir dabei ins Auge gesprungen, was mir selbst auch gut gefallen hat. Und dann habe ich gefragt, ob ich das eventuell auch bei uns in der Gemeinde verwenden darf. Die Erlaubnis habe ich sowohl von der Gemeinde bekommen als auch hier. Dann habe ich das Thema ein wenig überarbeitet, übersetzt und etwas umgeschrieben und angepasst. Und gesagt, wenn ich mir die Arbeit mache, dann könnte ich das doch auch vortragen. So meinte Herr Kempf, das können wir gerne machen und das möchte ich dann auch gerne heute tun. Also, worum geht es eigentlich? Es ist mal wieder soweit, das Ende des Jahres naht. Und da gibt es bekannterweise ein Ereignis für uns Christen, was für uns besondere Bedeutung hat. Da feiern wir den Tag der Geburt unseres Heilandes, Jesus Christus. An den kommenden vier Adventssonntagen möchte ich mich mit einem bestimmten Detail dieser Sache beschäftigen. Zum einen geht es um die drei Herren, die laut Matthäus 2, Vers 1 als Sterndeuter aus dem Osten oder auch Weise aus dem Morgenland beschrieben werden. Je nachdem, welche Übersetzung. Was ist an diesen drei Männern so interessant? Gibt es einiges. Da wäre zum einen mal ihr Auftrag. Im Grunde so eine Art Spionagestory. Ist aber ein anderes Thema. Dann haben sie aber noch Geschenke dabei gehabt. Und zwar Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und um diese drei Geschenke, da kümmern wir uns die nächsten Adventssonntage. Fangen wir mal mit der Vorgeschichte an, wie sie sich aktuell heute vielleicht zutragen würde. Mann schwängert Frau,
Frau daraufhin 9 Monate schwanger, also ungefähr 40 Wochen. Frau soll sich schonen, nicht anstrengen und so weiter und so weiter. Nach circa 40 Wochen plötzlich wehen. Mann flippt aus, bringt Frau ins Krankenhaus. Dort im Beisein eines Arztes und oder einer Hebamme wehen, bis das Kind kommt. Nach einer angemessenen Zeit, fupp, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mensch. Soweit alles normal für heutige Verhältnisse. Dieser Ablauf unterscheidet sich natürlich im Detail ein wenig von den Geschehnissen von damals, aber kommen wir nochmal zurück zu unserem modernen Paar. Kind ist da und nun, jetzt kommt Besuch. Familie und Freunde. Und was bringen die mit? Richtig, Geschenke. Zum Beispiel Schnuller, Windeln, Rasseln, Strampler und so weiter und so weiter. Also alles nützliche und hilfreiche Geschenke. Sind bei einem von euch oder in eurer Familie schon mal völlig Fremde aufgetaucht, um zu gratulieren? Oder hat schon jemand komische Geschenke mitgebracht? Alles damals passiert. Und dazu steht in Matthäus 2, Vers 11 folgendes. Sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, warfen sich vor ihm nieder und huldigten ihm. Dann breiteten sie die Schätze aus, die sie ihr als Geschenk mitgebracht hatten, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alles drei zur damaligen Zeit und auch heute noch teure Geschenke. Die drei Herren waren demnach also alles andere als arm, eher reich und gut betucht. Aber mal im Ernst, Myrrhe, Weihrauch, Gold, okay. Gold ist okay, das kann man gut gebrauchen, immer wieder gut zu haben. Aber der Rest, was soll ein Mensch, besonders ein Kind, mit diesen Dingen anstellen? Und genau hier setzt die Symbolik ein, die so oft in der Bibel verwendet wird. Was bedeuten diese Geschenke jetzt im Zusammenhang mit der Geburt Jesu? Beginnen wir heute mit dem Weihrauch. Was ist Weihrauch? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, Weihrauch, das ist ein Harz, welches von einer bestimmten Art von Bäumen gemolken wird. Diese speziellen Weihrauchbäume wachsen überwiegend in Somalia und im angrenzenden südlichen Arabien, also Eritrea, Äthiopien und Sudan, sowie in weiteren zentralafrikanischen Ländern. Man ritzt die Rinde der Bäume ein, lässt ein austretendes Harz am Baum trocknen und schält es anschließend ab. Das eigentliche Endprodukt dann besteht aus einer Mischung dieses Harzes und weiteren ätherischen Ölen sowie ein paar anderer Zutaten. Was bedeutet Weihrauch jetzt im Zusammenhang mit Jesu Geburt? Fragen wir Wikipedia, wozu Weihrauch eigentlich verwendet wird. Weihrauch war schon bei den alten Ägyptern für kultische Zwecke, bei der Mumifizierung herausragender und vermögender Personen und zumindest in begüterten Kreisen im Alltag als aromatisches, desinfizierendes und entzündungshemmendes Räuchermittel und Heilmittel in Gebrauch. Es entwickelt beim Verglühen, also Räuchern, einen schweren aromatischen, duftenden Rauch mit Zitronennote und wird in verschiedenen Religionen, auch der römisch-katholischen und orthodoxen Kirche, seit Mitte des 1. Jahrtausends bei Kulthandlungen verwendet. Dazu müssen wir mal eine kleine Zeitreise antreten, und zwar zur Zeit des Alten Testamentes und dem alten Bund zwischen Gott und seinem Volk. Damals wurde der Weihrauch im Rahmen der Gottesdienste schlichtweg verbrannt. Wozu? Er ist als eine gut riechende Opfergabe gedacht. Durch den aufsteigenden Rauch wird der Weg der Gebete und Bitten um Vergebung zu Gott in den Himmel symbolisiert. Da will man natürlich nicht, dass das Zeug stinkt wie die Pest. Dieses Ritual wird durch die Priester vollzogen. Die Priester haben zwei wichtige Funktionen. Sie repräsentieren einmal Gottes Volk, Gott gegenüber. Sie sind sozusagen die Vermittler zwischen beiden. Sie sind aber auch in der anderen Richtung tätig, als Vertreter Gottes gegenüber seinem Volk. Für die Gläubigen bedeutet das, wenn sie in Kontakt kommen wollen mit Gott, dann geht das nur über die Priester. Kein direkter Draht, kein direkter Zugang. Stellt sich als nächstes die Frage, was tut so ein Priester denn hier? Aus Sicht des Volkes bringen sie die Opfer dar, stellvertretend für das Volk und jedes Einzelne.
Diese Opfer dienen zur Vergebung der Sünden. Das wird durch Verbrennen von Weihrauch oder das Schlachten eines Tieres vollzogen. Speise- und Trankopfer gehen natürlich auch. Dann sind sie noch fürs Beten zuständig. Sie beten und bitten stellvertretend für das Volk zu Gott. Was ist das jetzt mit den Opfern? Opfer wurden schon immer erbracht zur Vergebung der Sünden. Dieses Problem besteht bekanntermaßen seit dem Zwischenfall mit dem Apfel vom Baum der Erkenntnis. Da sage noch mal einer, Äpfel sind gesund. Seitdem gibt es diese tiefe Kluft, diese strikte, unüberwindbare Trennung zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen. Wir Menschen haben durch unser Verhalten diese Kluft geschaffen. Diese Kluft können wir aus eigener Kraft nicht überwinden. Aber wie kommt man darüber? Hier kommen im Alten Testament die Opfer und die Priester ins Spiel. Aber reichen die Opfer durch die Priester überhaupt aus? Zur Vergebung der Sünden? Ja. Die Kluft zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen überbrücken diese Opfer aber nicht. Diese Kluft bleibt bestehen. Sünder und sündig sind wir alle, ausnahmslos. Auch das ändert sich durch das Opfer nicht. Keiner von uns gibt es gerne zu, dass er ein Sünder ist, oder? Ganz besonders in der heutigen Zeit. Sünde zuzugeben ist unbequem und wir versuchen mit allen Mitteln nicht offen darüber zu sprechen. Oder wir vertuschen sie ganz einfach. Wenn uns also jemand vor den Kopf sagt, du bist ein Sünder, wie reagieren wir dann? Vielleicht so. Was fällt dir ein, sowas zu behaupten? Ich tue doch keinem was. Oder vielleicht so? Das ist doch gar nicht so gemeint, halb so schlimm. Und selbst wenn ich weiß, ich habe etwas Unrechtes getan, finde ich garantiert jemanden, der mir bestätigt, dass das ja gar nicht so schlimm war. Du fühlst dich gut dabei oder es macht dich glücklich? Dann tu es, alles gut. Macht doch schließlich jeder, oder? Wir wollen nicht für das zur Verantwortung gezogen werden, was wir so alles veranstalten. Das ist alles so altbacken, so religiös. Dieses ganze Gerede über Hölle und Verdammnis ist sowas von überholt. Mir zu erzählen, ich sei ein böser Mensch, dass ich nicht lache. So viel zur Sündhaftigkeit. Was ist denn jetzt eigentlich die Heiligkeit Gottes? Es ist das Göttliche, Vollkommene, das Absolute, Sündenfreie, das Perfekte. Heiligkeit ist in diesem Zusammenhang aber keine Beschreibung für das Wesen oder die Persönlichkeit Gottes, sondern es fasst alles zusammen, was Gott ist und was ihn ausmacht. Gott ist heilig. Wenn Gott heilig ist und diese Trennung zwischen Heiligkeit und Sündhaftigkeit besteht, dann kann Gott niemals in die Nähe von Sünde oder Unreinheit kommen. Gott hasst die Sünde. Die Sünde verletzt Gott. Wir sind Menschen und somit sündig und unrein. Wir können uns auf den Kopf stellen, wir können alles versuchen, was in unserer Macht steht. Wir werden immer sündig und unrein sein. Beispiel gefällig? Gerne. Wenn wir jemals über andere schlecht geredet haben, war es das. Wenn wir jemals gelogen oder die Unwahrheit gesagt haben, kommen wir nicht zu Gott. Wenn wir jemals einem anderen Gewalt angetan haben, und es spielt keine Rolle, ob physisch oder psychisch, kommen wir nicht zu Gott. Und nun? Ende Gelände? Aus die Maus? Oder gibt es vielleicht doch noch eine Hintertür? Da kommt die Heiligkeit Gottes, seine unendliche Gnade und Barmherzigkeit ins Spiel. Also sind jetzt alle das ganze Jahr über fleißig damit beschäftigt, Gott Opfer darzubringen, um die Vergebung zu erlangen. Reicht das auf Dauer? Nö, natürlich nicht. Es fehlt die Versöhnung zur Überbrückung dieser Kluft. Nur durch die Versöhnung mit Gott kann diese Kluft überbrückt werden. Diese Versöhnung findet genau, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns zur Zeit des Alten Testamentes, genau einmal im Jahr statt, und zwar in Yom Kippur, am höchsten jüdischen Feiertag des Jahres. An diesem Tag gibt es ein großes Opfer stellvertretend für alle anderen. Ein großes Opfer zur Versöhnung mit Gott. Das macht man natürlich nicht selbst,
auch nicht durch die eigenen Priester. In diesem besonderen Fall kommt der Hohepriester ins Spiel. Er ist der Einzige, dem es erlaubt ist, allein und streng abgeschirmt das Allerheiligste im Tempel zu betreten. Nur hier kann er stellvertretend für das Volk die Vergebung aller Sünden und die Versöhnung mit Gott erlangen. Und zwar nur an diesem einen Tag im Jahr. Und was macht er dann? Er besprengt die Bundeslade mit dem Blut von zwei Opfertieren. Anschließend wird über zwei Böcke das Los geworfen. Nebenbei, alle diese Tiere sind perfekt, ohne Fehler in Erscheinung und Gesundheit. Ein Bock wird für Gott geopfert zur Reinigung des Tempels. Auf den anderen werden symbolisch alle Sünden des Volkes Israels aufgeladen. Dann wird das Tier durch ganz Jerusalem gejagt und über den Rand der Bergklippen in der judäischen Wüste getrieben. Bock hat keine Flügel, also Klippe runter und Ende Gelände. Daher kommen uns die Begriffe Sündenbock und über die Klippe springen. Somit werden die Sünden vom Volk entfernt und das Volk ist wieder mit Gott versöhnt. Alle Sünden sind jetzt vergeben und weggenommen. Und danach geht es wieder von vorne los, bis nächstes Jahr, selbe Zeit, selber Ort. Das klingt ziemlich gemein und brutal, vor allem für den armen Bock. Ich an seiner Stelle würde dafür sorgen, dass ich an dem Tag alles andere als perfekt bin. Schönes Schlammbad gefällig, Horn abbrechen, was auch immer, egal, Hauptsache nicht perfekt. Aber das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Denn statt die Sünden auf die Menschen zu laden und sie somit unweigerlich für immer von Gott zu trennen, lädt er sie stellvertretend auf diesen einen Bock und überbrückt damit diese Kluft. So sieht es im Alten Testament im Alten Bund aus. Wie läuft das jetzt im Neuen Testament ab? Im Neuen Bund, also der Bund, der uns angeht. Lesen wir dazu in Hebräer 10, Verse 9 bis 12. Hier gebe ich mich dir, Gott. Ich will tun, was du von mir verlangst. So hebt Christus die alten Opfer auf und setzt sein eigenes an ihre Stelle. Er hat damit getan, was Gott von ihm verlangte. Er hat sich selbst geopfert. Und dadurch sind wir ein für alle Mal von jeder Schuld befreit. Jeder Priester verrichtet seinen Dienst Tag für Tag und bringt viele Male die gleichen Opfer. Aber diese Opfer können die Sünden nicht für immer beseitigen. Christus dagegen hat für alle Sünden ein einziges Opfer gebracht. Dann hat er sich für immer an Gottes rechte Seite gesetzt. So viel zu Hebräer 10. Und das ist der Deal des Neuen Testaments. Denn wir können diesen Preis nicht bezahlen. Wir sind nicht gut genug und werden das auch niemals sein. Wir können es nicht auf uns nehmen. Jesus kann es und hat es stellvertretend für uns getan. Er vereint Opfer und Hohepriester in einer einzigen Person. Jetzt, da wir den alten und den neuen Weg kennen, wird auch die Bedeutung dieses Geschenkes, des Weihrauchs, klar. Der Weihrauch als Geschenk steht für Jesus als Opfer. Jesus als direkten Weg zu Gott. Die Vergebung unserer Sünden durch das eine Opfer und den direkten Draht zu Gott für unsere Bitten und Gebete. Und dieses Symbol taucht schon zu Beginn auf, direkt nach der Geburt Jesu. Es weist darauf hin, welche Aufgabe und welcher Weg Jesus bevorsteht. Geopfert zu werden zur Vergebung unserer Sünden und die endgültige Überbrückung der Kluft zu Gott, zur endgültigen Versöhnung. Das Einzige, was wir tun müssen, Jesus, das Kind in der Krippe als unseren Retter und Vermittler anzunehmen. Amen. Singen wir gemeinsam das Lied O Heiland, reiß dich Himmel auf. Gesangbuch die Nummer 7, Verse 1 bis 2. Und denken wir dabei an die eben gehörten Worte etwas nach. Thank you.
Herr, wir spüren es jeden Tag und wir hören es jeden Tag. Die Pandemie greift wieder stärker um sich. Und darum bitten wir dich, lass die Verantwortlichen, die Alten und die Neuen, die richtigen Entscheidungen treffen. Und gebe du uns die Kraft, diese Maßnahmen umzusetzen, von denen wir glauben, dass sie uns und unseren Mitmenschen helfen. Mögest du uns, du Gott, uns dabei Licht und Stärke sein. Ja, Herr, sei du uns Schutz und Trost in dieser Zeit. Beten wir für uns Menschen. Dreieiniger, wir leben am Anfang der Adventszeit und Lichter umgeben uns in Hülle und Fülle, auf den Straßen, in den Häusern, in unseren Wohnungen. Und die Menschen, auch wir sind voller Hoffnung auf Weihnachten. Herr, öffne du unsere Herzen, damit wir dein Licht in uns aufnehmen können. Schenke uns Frieden, damit wir für dein Kommen gerüstet sind. Schenke uns offene Augen, damit wir dein Licht unter den vielen Lichtern, die wir sehen, auch erkennen. Ja, Herr, sei du uns Hoffnung und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Und alles, was wir dir in dieser Stunde noch sagen wollen, sagen wir dir nun in der Stille. Weiter, wie der Herr des Seinen zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, singen wir das alte und bekannte Adventslied und stimmen wir uns heute am ersten Advent im Scheine dieses Lichtes ein auf die kommende Zeit an dem Adventslied. Tochter Zion, freu dich. Nummer 13, Vers 1 bis 3. Thank you.
Liebe Gemeinde, Ihnen ist noch Folgendes bekannt zu geben. Am nächsten Sonntag, am 5. Dezember, am 2. Advent, findet in Rodenheim um 9.30 Uhr und hier in Östringen um 11 Uhr Gottesdienst statt. Und dann, Sie haben es ja schon gehört, an den Adventssonntagen des neuen Kirchenjahres starten wir eine kleine Predigtreihe zu den Geschenken Gold, Weihrauch, die Jesus in der Krippe bekam. Und unser Kirchenältester, Herr Strebbel, wird dazu die jeweilige Predigt übernehmen. Und die erste haben Sie ja heute Morgen hier erlebt. Danke für diese Premiere. Ich weiß, wie das ist, wenn man das erste Mal hier vorne steht, obwohl man die Gemeinde kennt und man soll dann predigen, zu den Leuten kommen, damit sie verstehen, was ich will, was wir wollen. Und was noch wichtiger ist, wir das Wort Gottes übersetzen in unseren Alltag. Herzlichen Dank, dass Sie sich dieser Aufgabe heute gestellt haben und da weiterhin stellen werden. Und zu diesen besonderen Adventsgottesdiensten sind Sie als Gemeinde herzlich eingeladen. Ja, das war das Positive und jetzt kommt noch was Negatives. Durch die steigenden Corona-Zahlen und die neuen Corona-Bestimmungen haben wir uns als Kirchengemeinderat schweren Herzens dazu entschlossen, unsere Bibelkreise dienstags und donnerstags sowie das Kirchenkino am Freitag abzusagen. Die Gottesdienste, sie finden weiterhin statt. Hoffen wir. Man weiß nicht, was noch kommt. Die Jugendgruppen und Konfirmanden dürfen sich durch die dauernde Testung in den Schulen und der weniger strengen Regelungen weiterhin treffen. Und alle übrigen Veranstaltungen, wie gewohnt, entnehmen Sie den Infos der Homepage oder der öffentlichen Zeitung. Und die Kollekte heute ist für Brot für die Welt bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Gabe. Und ich, liebe Gemeinde, bedanke mich bei Ihnen, auch bei Ihnen draußen an den Bildschirmen, dass wir auf diese Art den ersten Gottesdienst im neuen Kirchenjahr haben gemeinsam feiern dürfen. Dank Ihnen, Herr Strebbel, für die Predigt und ich hoffe, das Lampenfieber ist so ganz langsam wieder zurückgegangen ins normale Maß. Dank Ihnen, Herr Kern, für die musikalische Begleitung und danke auch an Ihr Hygieneteam, dass dieses Haus diesen Gottesdienst vorbereitet hat, dass wir so feiern dürfen und auch danach wieder das Gotteshaus herrichten. Ihnen allen wünsche ich noch einen gesegneten ersten Advent und das erste Licht, es brennt. Als Zeichen der Hoffnung, als Zeichen auch der Stärke des Wort Gottes, als Zeichen uns Mut zu machen. In dieser Zeit, in der wir leben, die bestimmt nicht einfach ist. Und Ihnen allen wünsche ich noch eine gesegnete Woche hin zum zweiten Advent. Und ja, es ist ja üblich, dass normalerweise der Pfarrer sich an der Tür verabschiedet. Geht leider nicht und ich möchte mich von ihm verabschieden, zumindest symbolisch, indem ich während des Postludiums die Osterkerzen auslösche und Ihnen so einen gesegneten Tag wünsche. Und nun geht hin mit einem Wort des Propheten Zacharia, der unsere Worte und Werke begleiten soll durch die Woche hin zum zweiten Advent. Und dieses Wort, es lautet: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn, damit ihr selbst ein Segen sein könnt und diesen Segen auch an andere weitergeben könnt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.